Romanov, hallo. Hallo, schönen guten Tag. Hallo. Ich habe hier am 17.06. bei uns an einer Online-Umfrage teilgenommen und hatten sich für die Prämien aus unserem Haus interessiert mit dem günstigeren Strom von Yellow. Und diesbezüglich melden wir uns jetzt mal und würden gerne einmal mit Ihnen Preise vergleichen. Gucken, ob sich das Ganze denn lohnen würde für Sie, wenn Sie zu uns wechseln. Und im besten Fall würden Sie obendrauf nochmal eine Prämie bekommen. Zum Beispiel Handy, Fernseher, Waschmaschine, Kühlschrank, Tablet. Wir haben da eine Menge zur Auswahl. Oh, das viel Information auf einmal, muss ich sagen. Wir machen es nochmal langsam. Was bezahlen Sie denn derzeit im Monat für Strom, Herr Romanov? Lorian, was bezahlen wir für Strom, Leer? 70? Sagt 70 Euro. 70, für wie viele Personen? Zwei. Für zwei Personen. Da. Haben Sie schon mal Nachzahlung Ende des Jahres, dass Sie mehr bezahlen mussten? Das war's, bitte? Dass Sie nochmal Ende des Jahres, hatten Sie schon mal sowas? Öfter. Okay. Also Sie haben nicht wiederbekommen, sondern mussten immer mehr bezahlen, ne? Mal so. Jetzt letztes Jahr, glaube ich, 130 Euro musste ich noch geben. Ja, davor 60 wiederbekommen. Irgendwie sowas, meine ich, ist da gewesen. Okay. Da. Okay. Beziehen Sie nur Strom oder auch Gas? Was soll ich ziehen? Ob Sie auch Gas im Haushalt haben oder nur Strom? Welche Tränengas haben wir? Ja, mit Tränengas, das vertreiben wir noch nicht. Nicht? Nicht mit Gas. Nein. Würde ich nie machen. Das ist viel zu gefährlich, Mann. Okay. So, ich guck mal, was wir da für Sie machen können. Vielleicht mal ein bisschen was sparen monatlich. Sie würden obendrauf nochmal eine Prämie bekommen. Heißt doch so, Handy oder was? Als Dankeschön. Genau, zum Beispiel. Krass. Einfach so, oder wie? Einfach so, genau. Als Neukundengeschenk. Das ist doch cool. Vorab einmal alles zum Thema Datenschutz können Sie bei uns auf der Internet sehen, wenn Sie da gerne einmal gucken möchten. Da interessiert mich nicht das Thema. Keine Ahnung. Presse-E-Mail lesen, aber ihn nicht interessieren. Ja, kenne ich. Ich bin auch. Mag ich auch nicht. Wir müssen nur immer sagen, weil sich Richtlinien geändert haben. Da. Was hat sich geändert? Die Datenschutzrichtlinien. Ach so, was ist da jetzt neu? Vielleicht ist das ja doch interessant. Nein, ist es eigentlich nicht. Ist uninteressant. Datenschutz ist uninteressant. Okay. Nur, dass man jetzt halt immer Bescheid sagen muss, wo man das da nochmal reingucken kann und alles, ne? Das muss man jetzt immer sagen. Wer will wo reingucken? Dass sie bei uns auf der Seite halt reingucken können, was sie mit ihren Daten machen. Ach so. Interessiert mich nicht. Sonst würde ich mich nicht bei Internetgewinnspielen eintragen. So sieht's aus. Ha! Ist ein guter Argument, oder? Auf jeden Fall. Ich meine, eigentlich muss man sagen, wer kann schon so blöde sein, aber ich mach das ja selber. Ja, ich bin aber genauso. Ja, und auch jeden Tag schon was gewonnen? Nee, leider noch nicht. Was war letzte Gewinnspiel? Wo hast du mitgemacht? Was war denn letzten? Letzte Gewinnspiel? Ich glaube H&M-Gutschein wollte ich haben. Für 500 Euro? Ja, ich glaube sowas in die Richtung. Oder 250 oder so waren. Oh, und wer hat denn verloren, den Gutschein? Ja, hab ich nicht bekommen, leider. Blöd. Aber vielleicht kommt noch. Wer weiß. Und hast du jetzt auch das ganze Firmen bei dir anrufen? Nee. Nicht? Nein. Wie kommt? Bei mir den ganzen Tag. Weißt du, ich sitze bei Veranda, käme den Meerschweinchen, weil das hat Läusen, und den ganzen Tag kommt Dorian und sagt, hier Telefon. Aber du bist der erste Mensch, der kann richtig Deutsch sprechen heute. Echt? Sonst nicht, oder wie? Da, weißt du, da ruft einer an, der nennt sich Peter Schuster und du denkst, blöd, kannst du ein Wort Deutsch vielleicht sprechen, wenn du dich schon so nennst? Und hat mir auch irgendwas erzählt mit irgendwas von Stadtwerken Troisdorf und irgendwas, da sag ich, blöd, da hast du dich verdammt nochmal verwählt, wir sind in Berlin, blöd. Schrecklich, Mistfiguren. Manche, ja. Aber ist lustig mit denen, wenn du hörst dann, wie die ihre Text vorlesen, denkst du, ach, was machen die eigentlich da? Wo kriegen die Leute her? Gehen die abends durch, keine Ahnung, die sagen immer, die sind aus Hamburg, gehen die durch die Rapperbahn und sammeln da die ganzen gescheiterten Existenzen ein, oder woher kommen diese Menschen? Wer weiß, kann sein. Also ich bin nicht von der Rapperbahn. Schade. Aber auch Hamburg oder was?
Natürlich. Das ist, alle Menschen, die mich anrufen, sind in Hamburg. Was ist da los? Ist Hamburg so groß oder was? Es kann auch sein, dass die Nummern irgendwie verwendet werden. Also weil manche ja auch aus anderen Ländern anrufen. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch, dass die aus anderen Ländern anrufen. Ich habe da gerade neulich so ein Doku gesehen, dass diese... warte, wie hieß der Bastard? Der Shaban Baran, das ist irgend so einer aus Türkei, der da die ganzen Leute anrufen lässt und da, die auch das schlechtes Verträgen den Menschen anrufen. Ja, sowas habe ich auch letztens irgendwo gehört. Aber du rufst nicht aus Istanbul an? Nein, aus Hamburg. Ah, okay. Gut, weil neulich hab ich mal zu einer gesagt, wie ist das Wetter in Antalya, Blät? Und die war total schockiert und hat gesagt, woher wissen Sie, wo ich bin? Das sag ich, das ist einfach nur Tipp gewesen. Total gut. Voll in Tat, die hätte das einfach leugnen können, ich hätte keinen Beweis gehabt, aber die hat es zugegeben. Ich hab mich so gefreut, das ist Glückstreffer. Ja. Oh. Das ist auch ein Anruf aus Somalia, aber ich gehe da ja nicht dran. Aus wo? Somalia. Haben die da überhaupt Telefon? Ich habe keine, anscheinend ja schon. Blöd. Und was wollte der? Anne, bist nicht dran gegangen. Ich bin nicht dran gegangen. Arbeiten. Oh, ja, nicht zurückrufen, aber wäre ja mal schön zu wissen, was die erzählen. Ja, aber ich habe immer Angst, dass mich das dann kostet, weil das ja aus dem Ausland kommt und die Gespräche aus dem Ausland ja auch die Leute in Deutschland irgendwie immer kosten, ne? Da, ist nicht ungefährlich mit den Figuren, aber die trauen sich ja nicht selber zu kommen. Ist schlimm mit denen. Und was war bester Anruf, was hast du bekommen? Was war bester Anruf oder schlimmster Anruf, je nachdem, wie man das sieht? Boah. Ich bin so jemand, ich gehe so ungern ans Telefon. Ich telefoniere so. Warte mal. Du rufst mich an, willst mir Stromvertrag andrehen und sagst, du telefonierst nicht gerne, finde den Fehler. Nein. Ich telefoniere nicht gerne in meiner Freizeit, weil ich das ja schon beruflich mache. Das kann ich verstehen. Wie lange sitzt du bei Callcenter jeden Tag? Unterschiedlich, kann ich mir aussuchen. Komm, blöd. Kriegst du aber gleiche Geld, kriegst du nicht, oder? Doch. Also kannst du sagen, ich komme. In der Woche mal. Ja, das wollte ich gerade fragen. Du sagst, ich komme eine Stunde beim Monat, gib mir mein Geld. Dann würde ich das vielleicht auch machen. So schade. Und hast du viele schlimme Leute bei Telefon? Nein, eigentlich nicht. Nicht? Ganz entspannt. Weil ich kann mir vorstellen, ist ein gefährlicher Beruf, wegen Anschreien und Pfeife bei Telefon, manche Menschen Gitarre spielen. Ich habe gerade vorhin bei Facebook mein Kommis abgecheckt und da schreibt einer, was machst du, wenn dich Callcenter anruft? Und drunter schreibt einer, warte, ich kann das kurz aufmachen, ist nicht weit weg gewesen. Wo ist Nusultan, wo ist er? Da! Warte, einer hat geschrieben, den Hörer bei Toilette halten und spülen. Einer hat gesagt, hier Trillerpfeife nehmen, aber das ist ja schon Körpergeletzung, das kann man ja nicht machen. Und einer sagt, er fängt an, Flöte zu spielen und so weiter. Hast du sowas schon mal erlebt oder lügen die alle? Nee, noch nicht. Dann werde ich denen... Ich ja noch an. Wer weiß. Dann rufe ich dich nochmal an und dann sage ich dir Bescheid. Du kannst bei Datenbank gucken, nur Sultan Tuyagbay. Vielleicht kennst du den bei Datenbank, dann kannst du den anrufen und von Dimitri grüßen. Wenn soweit ist, dann sage ich Bescheid. Finde ich cool, weil die können ja nicht solche Sachen erzählen, wenn die das gar nicht machen. Ach, jeder redet immer ganz viel, ne? Aber bei mir geht eigentlich alles ganz gut, weil die freuen sich meist, weil bei uns kann man ja meist noch was sparen. Und wenn sich das halt nicht rentiert für die Leute, warum soll man dann wechseln? Wir gucken ja, dass sich das für die Leute rentiert. Was ist mit Rente? Was ist mit der Rente? Nicht Rente. Dass, wenn sich das lohnt, finanziell. Ah, Geld, gut. Geld immer sehr gut. Genau. So, du hattest gesagt, ihr seid zwei Personen, ne? Richtig. 50 Euro bezahlt ihr. Am Wochenende sind meistens mehr, aber gemeldet sind zwei Personen. Okay. Also, ich würde jetzt hier, kann ich euch auf 2000 Kilowatt stufen, wenn wir bei 71,30 Euro. Haben allerdings 24 Monate volle Preisgarantie, 100% Ökostrom, noch die Prämie ihrer Wahl und eine App, mit der man sich auch selber einstufen kann. Also ich habe jetzt ungefähr von dem null verstanden. Kannst du auf Idiotendeutsch sagen? Auf Idiotendeutsch. Also,
2000 Kilowatt bekommst du bei uns für 71,30 Euro. Da, was ist 2000? Ist das viel, ist das wenig? Was kann man dafür kaufen? Das ist für zwei Personen. Für zwei Personen? Kilowatt, genau. Also da muss man dann gucken, wer was macht, dass man nicht zu viel bei den anderen gibt. Nein, Quatsch. Selbst wenn ihr da drüber kommt, wir haben ja die App, die Kilowatt, damit kannst du dich dann selber einstufen. Da kannst du immer gucken, was du gerade verbrauchst. Ah. 2000 ist immer noch zu viel, dann kannst du dich runterstufen und bezahlst natürlich auch weniger. Ach, kann ich selber entscheiden, wie viel ich bezahle? Das ist sehr freundlich. Genau. Blöd. Dann einfach nichts bezahlen, was dann? Ja, dann musst du das Ende des Jahres halt bezahlen, ne? Aber deswegen, du siehst... Ist auch nicht schlecht. Du siehst ja auf der App, was du im Monat verbrauchst und kannst dich dann dementsprechend anpassen. Und praktisch gemacht. Kann man das ausrechnen, was man so gebraucht beim Monat? Das siehst du dann auf der App, was du im Monat verbrauchst. Ich muss das ja vorher wissen, nicht, dass ich Schulden bekomme. So wie letztes Jahr. Nein, wie gesagt, wenn du auf der App siehst, dass du mehr verbrauchst, dann stufst du dich hoch. Dann kriegst du keine Schulden. Hochstufen? Genau, dann kannst du dich deine Kilowattanzahl hochstellen, machst du auf 2500, bezahlst ein bisschen mehr im Monat, aber hast keine Nacht, also musst dann am Ende nicht mehr Geld bezahlen, hast keine Schulden. Ah, okay. Ich habe fast verstanden. Okay. Und wann kommt das Handy oder Kühlschrank? Wenn wir das soweit hier fertig haben. Also ich habe jetzt, soll ich mit 2000 Kilowatt machen? Dann seid ihr auf sichere Seite. Ich habe keine Ahnung. Du könntest mich genauso gut nach, keine Ahnung, nach Hitlers Geburtstag fragen. Das wüsste ich auch nicht. Also 2000 Kilowatt, wie gesagt, ist für zwei Personen. Mit 71,30 Euro. Und du hast 24 Monate volle Preisgarantie. Das heißt, auch wenn die Steuern auf die Strompreise steigen, bleibt der Preis gleich. Ist das schon mal passieren? Weil ich habe sowas noch nie gehört. Aber das muss nichts heißen. Doch, also eigentlich steigen ja die Steuern auf die Strompreise immer. Warum? Bist du davon ausgenommen. Ach so, ihr macht so Steuer... Blöd, finde ich geil. Ihr macht so Steuerhinterziehung. Sowas finde ich super, blöd. Da bin ich immer für zu haben. Also wenn du mal was brauchst für eine gute Party, dann kannst... Wenn wir schon offen sprechen, dann kannst du Bescheid geben. Wenn du bist du mal bei Berlin, dann kann ich dir bei Hotelzimmer, dann schicke ich nur Sultan, der bringt dir. Ja, alles klar. Super. Ist gut? Natürlich. Was magst du gerne? Was möchtest du haben? Herr Ramonow, ich würde einmal gerne erklären, was wir hier alles haben. Da soll ich auch mein Sortimentliste mal rausholen? Besser nicht, weil sonst hört das noch jemand. Warum? Hört da wer mit, oder was? Noch nicht, aber gleich, wenn wir hier durch sind. Wir jetzt? Eine Aufzeichnung machen, Ende des Gesprächs. Ich kann nicht zeichnen. Hallo? Okay, Herr Ramonow, möchten Sie am Strom ein bisschen sparen? Na klar, was ist das für eine Frage? Du kannst du genauso gut möchtest du Gold haben fragen. Dann stufe ich dich auf 1000 Kilowatt, da seid ihr hoch eingestuft und ihr für 71,30 Euro. Da, okay. Dann bekommt ihr Ende des Jahres eventuell noch was wieder oder ihr stuft euch mit App einfach runter. Okay, wird bei Brief stehen, weil ich habe immer noch nichts verstanden. Aber kann auch dran liegen, ich habe seit 12 Uhr schon ein Flasche Wodka getrunken. Okay, dann rufe ich nochmal wann anders an, ja? Wie, wenn das Handy kommt oder was? Nein, wenn es besser passt. Mir passt das wunderbar. Ich sitze auf Veranda und käme das Meerschweinchen, weil das Flöhe hat. Und jetzt hat die aufgelegt. Ich glaub das nicht. Nur weil ich betrunken bin. Blöd.